Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass wir uns in den aufgeregten Zeiten, in denen das eine Katastrophenszenarium das andere jagt, hier im Parlament Gedanken darum machen, wie wir den Menschen in unserem Land überall Plattformen für Kulturgenuss und Kulturgestaltung bieten können. Das erfreut mich sehr, denn es deutet ja in aller Zartheit an, dass auch in diesem Hause mitten in den manchmal etwas rüden Formen der Kommunikation und Auseinandersetzung der Geisteshauch des ästhetischen Sentiments zu spüren ist. Allerdings zeigt der Antrag, dass dieses ästhetische Sentiment nicht tief reicht. Es werden im Antrag doch vor allem technokratische Empfehlungen angeführt. Da sollen Kooperationsprojekte gefördert, Kulturentwicklungsplanung ausgebaut und unterstützt sowie Vernetzungen hergestellt werden. Und letztlich konzentrieren Sie sich auf den Erhalt bestehender Infrastruktur und konkreter Räume. Das schließt sich ja auch der bisherigen Praxis an, die sich auf die Förderung sogenannter dritter Orte konzentriert hat. Zweifellos all das wichtige Vorhaben, das ist überhaupt nicht zu bezweifeln. Aber man erkennt daran doch, dass das Verständnis für die eigentliche Bedeutung von Kultur eher oberflächlich ist, zumindest ist das dem Antrag zu entnehmen. Herr Deutsch allerdings hat in seiner Rede ein tiefergehendes Verständnis schon durchaus dargelegt. Und dazu passen auch die Ziele, die Sie in diesem Antrag formulieren. Kultur sei ein Entwicklungsmotor, ein touristischer Anziehungspunkt, trage zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei. Ja, soweit, so gut. Das alles leistet Kultur natürlich. Und diese Leistung ist selbstverständlich auch wichtig. Aber sie erfasst das eigentliche Wirkmoment von Kultur doch eigentlich nicht. Und deshalb springt dieser Antrag etwas zu kurz. Er vermittelt den Eindruck, dass der Antragsteller irgendetwas für Kultur machen will, aber sich dann doch nur in seinem beschränkten technokratischen Horizont bewegt. Sie sind weit entfernt von dem, was Richard von Weizsäcker 1991 bei der Entgegennahme der Denkschrift Kultur und Kultur in Berlin unter anderem formulierte. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Substanziell hat die Förderung von Kulturellem nicht weniger eine Pflichtaufgabe des öffentlichen Haushalts zu sein, als zum Beispiel der Straßenbau, die öffentliche Sicherheit oder die Finanzierung der Gehälter im öffentlichen Dienst. Es ist grotesk, dass wir Ausgaben im kulturellen Bereich Subventionen nennen, während kein Mensch auf die Idee käme, die Ausgaben für Bahnhofsgebäude oder einen Spielplatz als Subventionen zu bezeichnen. Der Ausdruck lenkt uns in eine falsche Richtung. Denn Kultur ist kein Luxus, den wir uns entweder leisten oder nach Belieben auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert. Zitat Ende. Der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert. Diese Worte kann man nicht oft genug wiederholen und gerade in diesen Zeiten, die wir erleben, sind sie der Ankerpunkt unserer Idee. Aber um dies erreichen zu wollen, bedarf es eben mehr als die Einrichtung dritter Orte oder die Beschäftigung mit abstraktem Kulturmanagement. Es bedarf der dringenden, auch finanziellen Unterstützung derjenigen, die in den Städten und Gemeinden des Landes die Kultur lebendig halten. Dazu gehören die vielen Heimatvereine, Musikkapellen und Schauspielertruppen. Herr Bialas hat das gerade schon ausgeführt. Dazu gehören aber auch Ensemble, die sich im gehobenen Milieu des kulturellen Schaffens bewegen und bedeutende Werke aufführen, deren Aufführung man nicht meint, in den ländlichen Räumen erleben zu können. Wer weiß schon in Düsseldorf, dass im westlichen Münsterland, Gronau und Rheine Jahr für Jahr große Musikwerke aufgeführt werden, die Passionen von Bach, Messen von Mozart und Beethoven, die bekannten Requiems von Mozart, Brahms und Verdi und viele, viele andere Werke mehr, die ich natürlich hier gar nicht aufzählen kann, auch internationale Werke selbstverständlich von Italienern, von Polen und so weiter. Die Kosten solcher Konzerte liegen heute im Durchschnitt bei 12.000 bis 14.000 Euro. Und wenn es dort nicht so viele engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie eine Reihe von Sponsoren gäbe, könnten solche Konzerte nicht stattfinden. Diese Chöre, diese großen Chöre, diese großen Werke aufführen, machen das alles vollständig alleine. Ich kann Ihnen auch sagen, eine Stadt zahlt dann im Jahr 800 Euro als Unterstützung. Das, Entschuldigung, empfinde ich als Skandal. Da müssen wir viel mehr tun. Die Förderung der Kultur auf dem Land müsste ebenfalls solche hochwertigen künstlerischen Leistungen von Laien direkt oder auch indirekt finanziell fördern. Und um das zu erreichen, dürfen die Städte und Gemeinden nicht alleine gelassen werden bei der Unterhaltung ihrer Musikschulen, in denen die Lehrer als Honorarkräfte arbeiten und Gebühren für Kinder
aus wenig begüterten Familien nicht zu bezahlen sind. Hier bedarf es unbedingt der Unterstützung durch das Land. Und ehe wir über die dritten Orte reden, bitte schön, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, müssten wir über die zweiten Orte unbedingt reden. Und denken Sie daran, Kultur wird durch die Menschen erst zum Leben erweckt. Ohne kreative Menschen gibt es keine kulturellen Ereignisse in den ländlichen Regionen. Und ohne Attraktivität des ländlichen Raumes werden die kreativen Menschen weiterhin die Oberzentren als Wohnort bevorzugen. Kulturförderung gestaltet sich also nicht einfach, wie Sie es mit diesem Antrag suggerieren. Aber trotzdem stimmen wir dem Antrag zu, denn etwas ist besser als gar nichts. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Seif. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin.